Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier vor dem Gefängnis von Hope County. Ja, und wir sehen dort ein Ausrufezeichen. Wir gehen mal rein, denn es sollen neue Waffen geben für uns. Das schauen wir uns doch direkt mal an. Aber erstmal gehen wir hier zu dem Ausrufezeichen. Oh, ganz schön nebelig hier, was? Jetzt können wir alle wieder aufatmen. Julie Stone? Hey. Tag auch, Ma'am. Tag. Sie hat ihren Namen gewechselt, oder? Die kennen wir doch. Mit der waren wir doch gut, schon mal unterwegs. Dass Faith weg ist. Sally Keaton. Ein Jäger ist nur so gut wie seine Ausrüstung. Und wie seine da hinten ist ein Flugzeug abgestürzt. Unsere Späher sagen, die Fracht liegt überall verstreut. Wir müssen uns beeilen, wenn wir den Peggys zuvorkommen wollen. Ja, mit ihr waren wir ja schon unterwegs, auch wenn sie den Namen jetzt gewechselt hat. Ja, das macht man vielleicht ab und zu mal, ich weiß es nicht. Ich bin da eigentlich so ein bisschen altmodischer, ich wechsle den Namen nicht allzu häufig. Aber der verdammte Himmel, ohne Scheiß. Aber du hast hier etwas zu verkaufen, oder nicht? Na, wir haben einen Fisch. Die Regenbogenforelle. Regenbogenforellen sind die für Angler und Fischer bedeutendsten Edelfische im Staat und hören nicht auf, damit anzugeben. Wir haben verstanden, ihr habt gewonnen. Hört auf, es uns ständig aufs Brot zu schmieren. Verkaufen wir das. Den behalten wir. Und das ist unser Maskottchen, okay? Der Schlagring ist, glaube ich, jetzt freigeschaltet. Hier dieser Baseballschläger. Dornenschläger. Eine brutale Schlagwaffe. Sie entstand im Baumarkt aus der Liebe zwischen Sport- und Haushaltswarenabteilung. Ja, ich glaube, dass hier die 44er Magnum L, die ist, glaube ich, freigeschaltet jetzt. Der Ballermann ist außerordentlich gefährlich. Ich brauche nur zu drücken und er reißt dir den Arsch ab. Okay. Wir haben, Moment mal, wir haben diese Waffe hier, die in der Genauigkeit Reichweite besser ist als diese hier. Wie sieht's mit dem Schaden aus? Sind die beide nicht besonders? Ach, hier ist noch was. D2 Sündenfresser. Diese Schrotflinte kennt den Geschmack der Sünde. Lecker. Ach, hier ist noch was. Na, richtet aber genauso viel Schaden an wie unsere, die Scorpion Big Spender. Diese goldbesetzte Scorpion kompensiert mangelnde Größe mit einer umso glänzerenden Fassade. Wir könnten allerdings noch auf die Feuerrate achten. Hier, die hat eine Feuerrate von 8 und unsere hat eine Feuerrate von 8. Ja, tut sich also nichts. Das Problem ist erstmal, wenn man das als Problem ansehen will, dass wir gar nicht so viel tragen können. Die sieht doch noch nicht schlecht. Ach so, ja, können wir aber wieder nicht tragen, was? Amerikanische Muscle. MP5. Na, die richtet ein bisschen mehr Schaden an, aber dafür müssten wir wahrscheinlich dann etwas anderes weglegen, oder? Maschinenpistolen? Oh doch, die können wir nehmen. Aber wir wissen nicht, was wir dagegen austauschen. Reichweite 5. Und unsere hat Reichweite 5 auch. Wie können wir die jetzt... Ach so, da... Den Bogen könnten wir austauschen oder die Sniper.
Ja, wollen wir aber beides, nicht? Oh, haben wir jetzt doch die eine ausgetauscht? Ja, dann. Mal sehen, eckiger Schalldämpfer, den kennen wir ja schon. Dann nehmen wir den auch. Dann haben wir Magazine, eine Magazinerweiterung. Erhöht die Menge an Munition deiner Waffe. Du musst weniger oft nachladen und bist damit weniger angreifbar. Na gut. Reflexvisier, was hatten wir uns ausgesucht? Rotpunktvisier, ja, optisches Visier und hier haben wir noch das Scharfschützenvisier. Ja, das gefällt mir. Das werden wir wahrscheinlich nehmen dann. So tut sich erstmal kaum was, außer in der Handhabung tut sich da ein bisschen was. Ah, und in der Genauigkeit, ja, da ist das natürlich schon besser. Und die Reichweite ist besser, also ist das was für uns hier. Das nehmen wir dann. Ja, und was sagt uns das? Stark erhöhte Vergrößerung, ein Profi Fadenkreuz und vermittelt dir das neue Brillenträgergefühl. So, so. Haben wir hier vielleicht neue... Ach, da haben wir doch das Scharfschützengewehr ausgewechselt. Nö, dann möchte ich die Waffe nicht so gerne. Ich dachte, wir könnten auch hier die kleine auswechseln. Können wir nicht. Nö, keine Erweiterungen. Und für unseren Bogen... Moment, da gibt es eine bessere Angel, oder? Feuerrate Handhabung ist einfacher. Och ja, dann kaufen wir uns mal eine neue Angel. Wenn wir schon mal dabei sind. Ich hoffe, die haben wir jetzt auch ausgerüstet. Na, ist denn was Schönes dabei? Die Sachen gefallen mir an und für sich alle ganz gut, aber wir lassen unser schönes Einhorn-T-Shirt erstmal an, finde ich. Na, da ist jetzt nichts Nennenswertes, finde ich, dazugekommen, oder? Ich glaube, die meisten Sachen, die kannten wir schon. Prestige-Objekt? Wie? Ja, was hatten wir? Das hier? Die Camo-Cargo-Hose? Ja, aber das passt doch, Großwildjäger. Fallenstelle. Boah, ist ziemlich teuer, aber ich glaube, die kaufen wir mal. Ich weiß nicht, warum da oben Prestige steht. Hat sich nichts getan, oder? Wir haben keine irgendwas freigeschaltet oder so. Die Schuhe gefallen mir nicht. Die gefallen mir besser hier. Ja, cool.
Na egal. So, bei den Haaren hat sich ebenfalls nichts getan und bei der Kopfbedeckung dann denke ich auch mal nicht. Kopfbedeckung brauchen wir nicht unbedingt jetzt und bei den Händen wird es ähnlich sein. Auch da ist, glaube ich, nichts Neues hinzugekommen und wir bleiben dann so, wie wir sind. Im Prinzip hat sich nichts getan, außer dass wir jetzt einen Teil mehr gekauft haben. Gegenstände, ja, da können wir doch hier mal so diese Erste-Hilfe-Sets kaufen. Och, die Weste brauchen wir nicht. Granaten waren ja doch ganz nützlich ab und zu. Da haben wir die Angel. Können wir hier angeln? Dank dir sind wir immer noch hier. Jim Keaton. Fühlt sich irgendwie leer an ohne Faith. Nicht, dass sie mich beschweren würde. Du bist also aus dem Bliss zurückgekehrt. Ich muss dir wohl nicht sagen, dass der Scheiß nicht real ist. Das ist eine starke Droge, Rookie. Pass auf bei Faith. Das ist ihr Revier. Sie weiß, wozu Bliss fähig ist. Schau dir die Bekehrten an. All die hirntoten Angels. Sei immer vorsichtig da drin. Sonst bist du erledigt. Ja, aber die dürfte es ja jetzt eigentlich gar nicht mehr geben. Aber die anderen Drogen werden wir auch noch mal testen irgendwann. Oregano, können wir herstellen? Nein, wir haben nicht genug Komponenten dafür. Ja, ist doch okay so, was wir jetzt haben. Naja. Ich hätte diese Idioten vom Gate tun nicht mal Stabilisatoren in ihre Treibstofftanks. Okay. Ich weiß schon. Oh, Moment. Ich weiß nicht, was ich dir noch sagen soll, außer danke. Ja, danke auch. Hier sitze ich die Apokalypse auf. Wie geht es denn hier allen? Da dürfte doch niemand mehr unter Bliss stehen jetzt. Ich will nie wieder auf Drogen sein. Mir reicht's. Jim Keaton, warst du nicht gerade da drüben? Du bist schnell. Wo ist der Doc? Doc? Ich habe mich lange nicht mehr so sicher gefühlt wie hier drin. Ich hoffe, dass du mitmachst, weil du auch so wenige Angels wie möglich töten willst. Ich weiß, man kann sie nicht retten, aber irgendwie sind sie trotzdem Menschen, oder? Ach, tut mir leid. Ich will mir nur vormachen, dass ich mehr tue, als vom sinkenden Schiff zu springen, verstehst du? Ja, können wir die nicht retten? Es gibt gar keine Angels mehr. Wir haben doch jetzt das Bliss-Labor alles in die Luft. Joseph und seine Leute machen das reinste Schlachthaus aus Hope County. Das geht zu weit. Wir müssen sie aufhalten. Ich habe den wahrscheinlich größten Vorrat an Kontrollen. Dank dir hat Faith hier nicht mehr dabei. Ich bin froh, dass diese kleine Festung noch steht. Ah, der gehört zu uns, glaube ich. Meine Mom sagte immer, ich würde mal hier enden. Aber das hat sie sicher nicht geahnt. Einzigartig, aber ich bin froh, dass sie tot ist. Wir sind alleine unterwegs, glaube ich. Meine eigene Munition zu machen, spart mir ein Vermögen. War eine geile Idee. Evie, guck. Was kannst du? Ah, Soldatin wieder.
Moment, geht das mit dem Flugzeug die ganze Zeit so weiter? Naja, bis es jemand abschießt. Sharon, Alice? Auch ein Gern geschehen, also auch eine Soldatin, wollte ich sagen. Was war hier? Ach so, eine Waffe. Jetzt gewundert, dass da eine Zellentür ist. Weniger Wachen. Naja, ihr braucht ja auch nicht mehr so viele. Ach, dann nehmen wir von hier, glaube ich, niemanden mit. Oder nehmen wir dich mit? Ah, wir finden doch draußen bestimmt auch noch jemanden zum Mitnehmen. Ich weiß nicht, was ich dir noch sagen soll, außer danke. Ich glaube, du würdest mir Angst machen, oder? Ach. Evie Cook. Die schickt der verdammte Himmel. Ohne Scheiß. Okay, dann komm mit. Es kann losgehen. Los geht's. Immer schön, freundliche Gesichter zu sehen. Ja, wo ist der Ausgang? Kann man jetzt hier schon raus? Ich kann immer nicht glauben, dass du Faith erledigt hast. Nein, kann man nicht. Ihr könntet die Leichen mal wegräumen. Wie sieht denn das aus? Wenn mal jemand kommt. Oh. Zack, erste Kugel weg. Sofort weg damit. Ach so, ja, schöne Autos, neue sind dabei vielleicht. Oh, der Schmuggler. Das hatten wir, glaube ich, vorher nicht. Wie teuer? 3500 nur, günstiger als seine Waffe. Dieser 1970er Kimberlite ZZT hat in seinen besten Jahren jede Menge Bier zwischen den Staaten geschmuggelt. Ja, und der hat obendrauf irgendwas zum Schießen, glaube ich. Deswegen finde ich das gar nicht mal so uninteressant. Oh. Freizeitwagen. Naja. Notausstieg. Mhm. Oh ja, der sieht ja auch gut aus. Aber der ist ja noch nicht freigeschaltet. Naja, gut. Die guten Wagen, die kommen dann erst. Ich weiß nicht, was wir machen müssen, damit wir die bekommen. Wahrscheinlich irgendwelche Aufgaben erledigen. Aber finde ich gut, wenn man damit schießen kann. Hier der auch. 7200 nur und man hat sofort ein Gewehr mit Endlos-Munition, glaube ich, dabei. Oh. Ja, wenn dann schon was richtig Fettes, oder? Mit Hörnern. Oh, wie schön. Die können wir ja nicht alle kaufen. Ich glaube, der Trecker war vorher nicht da.
Ach so, der Witwenmacher, der ist auch leider gesperrt. Hilf Mary May in Falls End im Holland Valley, um den Witwenmacher freizuschalten. Interessant, ja, das gefällt mir auch. Sollen wir echt eins kaufen? Das haben wir dann immer, das Auto, oder? Ich meine schon, da war doch eins mit dieses hier. Der Schmuggler, hört sich auch schon so an. Das ist natürlich auch schön, so ein schnelleres Auto zu haben, aber den kaufen wir jetzt einfach mal. Dann haben wir den schon mal. Okay. Ach so, die Farbe können wir uns aussuchen. Ja, warum gibt's keinen JBO Rosa, frage ich mich. Da wäre doch die Entscheidung gar nicht so schwer. Wackelkopffigur, Hawaii. Oh, das wird nerven, oder, wenn da immer so eine Figur wackelt? Mit dieser klassischen hawaiianischen Wackelkopffigur wird in deinem Auto ständig Hula getanzt. Und keine Farbe können wir aber auch nehmen. Ja, okay, dann lassen wir es so. Fahren. Der Schmuggler spawnen, ja. Hat nicht geklappt, was? Hier sitze ich die Apokalypse aus. Ach, da ist er. Ja, da haben wir aber noch was zu gucken, bevor wir den nehmen und dann zu unserem nächsten Auftrag fahren. Wir haben hier bei den Hubschraubern, da weiß ich ganz genau, da ist was Neues bei. Das weiß ich ganz genau und da gucken wir mal, wie teuer die so sind, ob wir da auch was kaufen können. Munition brauchen wir ja nicht, ist ja voll. Hubschrauber, Helikopter. Ah ja, da gibt es auch nur die. Flugzeuge können wir nicht kaufen und auch keine fliegenden Untertassen. Pilotenass gehört schon uns. Ach, Tulip, der gehört direkt uns. Adelaide's Combat R31 Air Bazaar. Die installierten Waffen hat sie sich zur Scheidung selbst geschenkt. Aber der hat wenigstens annähernd die richtige Farbe. Ja, wollen wir uns denn einen kaufen? So teuer sind die ja auch alle nicht. Können wir den vielleicht modifizieren? Ja, komm, einmal können wir den kaufen, um zu gucken, wie wir den modifizieren können und so weiter, oder? Ich finde schon. Ja, aber welcher gefällt mir denn davon? So einer gefällt mir. Pilotenass hätten wir ja schon. Können wir den nicht? Ach so, fahren könnten wir den. Ach, war dann, das ist ja der gleiche wie hier der Tulip. Naja, nicht der gleiche, aber das Modell ist doch schon gleich. Steht ja auch dran. Oh, wollen wir uns wirklich einen kaufen? Das ist ein bisschen Geldverschwendung, meine ich. Was ist hier oben? Combat H-158 Sky Scarab. Befreie die Pinca-0 Radarstation in den Whitehall Mountains, um dieses Fahrzeug freizuschalten. Ist das gut? Ach so, Moment mal. Ah ja, okay. Ich habe jetzt mal geguckt. Hier sind ja vorne so Scheiben, da kann man uns gut schießen. Und hier oben ist das... Naja, kann man uns auch treffen. Naja, man muss ja runter gucken können, sonst sieht man ja unten nichts. Combat MH-158H Dub Sky Scarab, ein Allzweckhelikopter, der für den militärischen Gebrauch umgerüstet wurde. Dieser Vogel hat so manchen Tag gerettet. Ah ja. Die Kosten sind ja ähnlich.
Combat H-04B, Foxfly, ein leichter Kampfhelikopter. Die UN benutzt Helikopter wie diesen, um in Amerika zu patrouillieren. Oder doch nicht? Wow, Moment, der gefällt mir jetzt gar nicht so. Der auch nicht? Der auch nicht? Der gefällt mir. Auch nicht. Die gefallen mir alle nicht. Da, es gibt doch welche, dass der... Hinten der Roter, der ist so wie hier. Oder sollen wir den kaufen? Ja, komm, einen müssen wir kaufen. Ja, komm, den nehmen wir mal. Nur um zu gucken, wie das geht und was wir da so... Ach, da können wir gar nichts anbauen. Oh, ja gut. Dann war's das schon. Auf zu unserem Auto. Oh, das hat einer geklaut. Echt? Wir sollten es uns hier wohl nicht zu gemütlich machen. Psst. Das kann doch nicht sein. Das hat einer geklaut, das Auto. Wo ist unser Automobil? Der Schmuggler. Das ist aber besser, wenn wir uns einen nehmen, oder? Also ein Auto. Wir treten erst später ein. Wir werden jetzt erstmal gucken, wie sieht das denn mit unseren Fähigkeiten aus? Oh ja, Fate. Fate ist nicht mehr da. Beendet. Die Region um den Hanbane River wurde befreit. Fate Seed ist tot. Das Bliss gehört der Vergangenheit an. In der Region gibt es aber immer noch einige Kultisten. Ja, und darum werden wir uns in den nächsten Folgen kümmern. Es wird wahrscheinlich nicht mehr so spaßig, weil Fate eben nicht mehr dabei ist. Habe ich ja gesagt damals, als das passiert ist, gestern, in der Folge gestern, der langen, mit den vielen, vielen Outtakes, habe ich ja gesagt, ich wollte gar nicht gegen sie kämpfen. Das kam einfach so. Ich wollte erst so die anderen Sachen machen hier. Spezialisten rekrutieren, abgeschlossene Aufträge und sowas alles. Ich fand das eigentlich ganz spaßig, dass sie da manchmal aufgetaucht ist. So, was wollte ich gucken? Okay, die Story-Mission, da brauchen wir erstmal, oder die Missionen im Allgemeinen brauchen wir erstmal nicht zu gucken. Aber ja, hier dachte ich, könnten wir vielleicht noch einen Platz bekommen für unser Team an Spezialisten. Und mal sehen, was könnten wir denn noch machen? Genau, eine weitere Waffe wäre schön. Das wird aber ziemlich teuer, ja, das ist echt teuer. Lassen wir das erstmal, was? Ja, ich glaube, wir sparen erstmal noch ein paar Sachen dafür. Also 9 Punkte und wir haben gerade mal 11. Ich habe auch gar nicht gesehen, dass wir jetzt für die Hauptmission, dass wir dafür irgendwelche Punkte bekommen hätten. Ich glaube nämlich, wir haben gar keine bekommen dafür. Aber wir schauen noch mal, was wir sonst hier noch Sinnvolles haben. Ich glaube, das hier könnte noch... Taktische Munitionstasche, trage mehr MP und Schrotflintenmunition mit dir. Funktioniert auch in der Arkade. Gut. Ist jetzt, naja, so halbwegs uninteressant für uns, da wir keine MP oder keine Schrotflinten bei uns tragen. Dann haben wir hier noch, doch das haben wir uns schon angeguckt von Adelaide. Adelaide kommt nach Verletzungen schneller zurück. Da wir sie bis jetzt nicht so hatten, ist das, glaube ich, jetzt erstmal auch nicht so interessant. Sie war jetzt nicht so oft da mit uns unterwegs. Waffensammler. Du kannst nun eine Fährte... Ach so, das haben wir uns ja gerade angeguckt. Meine Güte. So vergesslich heute. Nur heute. Ja, das war sehr aufregend. Es ist ja immer noch die gleiche Aufnahmesitzung für mich und die letzte Folge hat es dann doch schon in sich gehabt. Eine kleine Pause wäre jetzt vielleicht gut. Ja, du kannst nun eine vierte Waffe jeden Typs, also im Waffenrad, tragen.
Ja, demnächst mit Sicherheit. Was ist das hier? Schwarzmarkt. Fernzündungsannäherung, Sprengstoffe, Molotow-Cocktails, Rohrbomben, Haft-Upgrades und Spezialmunition können nun in Laden erworben werden. Spezialmunition hört sich ja nicht schlecht an. 6 Punkte kostet das Ganze. Was gibt es denn sonst noch? Da erstmal, glaube ich... Ach, das ist gut hier, was? Ja, erstmal mit der Munition kommen wir ganz gut klar, die wir jetzt haben, finde ich. Schnelleres Nachladen hier, Schwergewichtsmeister. Schnelleres Nachladen finde ich sehr gut. Zielen und Wechseln von LMGs, Werfern und Flammenwerfer. Stabilität erhöht, Streuung verringert. Ja, das ist aber nicht ganz das, was ich mir so gedacht hätte jetzt. Das hier müssen wir auf jeden Fall irgendwann nehmen, denn die Fahrzeuge, die sind ja doch relativ schnell kaputt bei uns immer. Deswegen benutzen wir sie auch nicht so häufig. Dann haben wir hier noch, ja, den Saboteur, nein. Ich dachte, für unser Gewehr können wir da nicht auch noch irgendwie was machen, dass wir das schneller, was ist das vielleicht? Nee, auch nicht. Dass wir da schneller nachladen können. Schnelleres Nachladen, Zielen und Wechseln von MPs und Schrotflinten. Mehr Stabilität, weniger Streuung. Und für unsere... Ach, hier haben wir das schon. Das ist für das Scharfschützengewehr. Ja, okay. Dann haben wir das schon. Fällt mir jetzt nicht so ganz auf, dass es da wirklich spürbar schneller geworden ist. Ich finde immer noch, das dauert relativ lange, bis sie da mal nachgeladen hat. Ja, ansonsten sage ich mal, dann können wir das auch... Wenn so jetzt gar nichts Interessantes Neues dazugekommen ist, dann können wir das auch demnächst, also bei Bedarf, dann mal auswählen. Geist, gehe, sprinde und lande leiser. Erleide weniger Schaden durch Stürze. Echt jetzt? Da muss doch irgendwas Interessantes dabei sein. Ja, hier, das ist... Naja, okay, das können wir alles noch nehmen. Nö, so viel Interessantes, finde ich, ist da jetzt gar nicht dabei für uns im Moment. Hier vielleicht Gesundheitsboost, aber ach Gott... Können wir auch bei Bedarf nehmen, finde ich. 6 Punkte, naja. Wir sammeln erstmal weiter Punkte, aber nicht mehr in dieser Folge. In der nächsten aber. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Hier sitze ich die Apokalypse aus. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.